Ja, liebe Kirmes- und Freizeitpark-Freunde, ich habe eine Überraschung für euch. Ich bin heute beim Herrn Fellerhoff. Ja, mein Name ist Tore Fellerhoff. Ich bin seit 4 Jahren Besitzer dieser Raupenbahn. Ehemals Firma Kronberg, der auch der Hersteller ist. Die feiert dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum, also seit 70 Jahren gibt es diese Bahn. Dann Gratulation. Ja, ich komme aus Düsseldorf, ne? Alte Düsseldorfer Schaustellerunternehmen. Ja, und sind das erste Mal im Ports hier, ne? Auf dem Inselfest. Zum kleinen historischen Teil hier aufgebaut, um zu gucken, wie das hier ankommt. Ist richtig schön hier, ne? Ja, angenehme Atmosphäre, nettes, viel Familienpublikum hier, also angenehmes Publikum. Ich bin ganz guter Dinge hier. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, hier die Raupe fit zu machen? Ja, wie soll ich das sagen? Da bin ich dran gekommen wie die Jungfrau am Kind. Ich war da, vor x Jahren wollte ich die schon mal kaufen. Da ist man sich nicht einig geworden und dann hat der zwischenzeitliche Besitzer, die Firma Müris, kam der, hatte mich darauf angesprochen und ja, dann sind wir uns da irgendwo einig geworden. Die Raupe, wie alt ist die jetzt? Die ist ja 70 Jahre. Boah, das ist aber ein Alter. Ja, das ist stolzes Alter, möchte ich mal sagen. Also es ist ein richtig historisches Geschäft. Ja, ich denke, dass 70 Jahre kann man als historisch bezeichnen. Doch. Was wurde da alles umgebaut? Oh, es wurde viel umgebaut. Wir haben den ganzen Dachstuhl umgeändert. Komplett neue Front, komplett neue Musik. Die Mitte wurde komplett neu gemacht. Das heißt, runtergekürzt, komplett neu gelagert, die Seile neu gemacht. Komplett einmal die Bemalung neu, also neu thematisiert. Neues Licht rein. Ja, das ist schon so im Groben und Ganzen alles. Also war viel Arbeit gewesen. Das waren jetzt insgesamt so in den 3 Jahren so 12 Monate Arbeit. Wer war der Hersteller? Das ist die Firma Kronberg aus Neuss. Gibt's die noch? Den alten, ja, der ist jetzt 85, der Mann, aber der war damals als 16-Jähriger, hat er die mit seinem Vater gebaut. Also die haben diese Raupe wirklich selber gebaut. In der Mitte, das ist ein altes Flakgeschütz, was sie nach dem Krieg gefunden haben. Da haben die dann die Raupe drauf aufgebaut. Ist das eigentlich schwierig, so eine Raupe aufzubauen oder geht das? Na, es ist halt viel Arbeit, weil alles Handarbeit ist, viele Einzelteile. Ne? Kein Hydraulikklappgeschäft. Wie lange braucht man das? 2 Tage. Und auf wie viel Transport dann wird das verlangt? 2. Wie ist das mit der Steuerung, die wir hier sehen? Das wird da alles manuell gesteuert. Ja, manuell, elektrisch, die Steuerung ist schon umgebaut. Früher hat man ja Wasseranlasser gehabt. Aufgrund der neuen EN-Norm 13814 muss man da natürlich Zugeständnisse machen. Das heißt, wir haben auch Frequenzgleichrichter da drin. Man muss das alles ein bisschen modernisieren, sage ich jetzt mal, damit man überhaupt noch TÜV bekommt und die Genehmigungen überhaupt noch das Ding zu betreiben, die Raupe. Wie funktioniert das eigentlich mit der Steuerung hier? Ja, das geht über den Podi, ne? Hier siehst du den Podi und damit stelle ich die Geschwindigkeit an. Ne? Dann geht das über einen Frequenzgleichrichter, der gibt den Impuls an den Motor ab und dann geht das über Getriebe, wird der angesteuert. Und das Verdeck wird komplett mechanisch. Das heißt, über eine Bremse spannen sich die Seile in der Mitte und dann geht er zu. Und dann lösen wir die Bremse und geht es wieder auf. Also das ist doch komplett rein mechanisch, so wie das vor 70 Jahren genau original war. Beim Geschäft sehe ich viel LED, ne? Ja, das ist leider ein Tribut an die neue Zeit, möchte ich da mal sagen. Weil das Problem ist halt, andere Lampen, Glühbirnen, so wie wir sie von früher kennen, bekommt man leider nicht mehr so. Das ist leider ein, wo man da irgendwo Zugeständnisse machen muss. Andere wäre mir lieber, ist günstiger gewesen, nicht so anfällig, aber geht leider nicht mehr. Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Das ist mein Maler, was auch ein sehr guter Freund von mir ist. Das ist der Joe Brockerhoff aus Düsseldorf. Ich hatte mich mit dem zusammengesetzt, habe gesagt, sag mal, irgendwie was anderes, wo wir auch ein bisschen einen Mix machen können aus modern und historisch, aber ich wollte jetzt nicht nur auf historisch, sondern so ein Zwischenstehen. Und der kam auf die glorreiche Idee, Rock'n'Raupe. In der Mitte ist er so ein Eyecatcher, ne? Ja, die Gitarre, die hat er zum Beispiel gestaltet. Ich habe mir sagen lassen, Blue Moon ist eine relativ bekannte Gitarre. Ich bin da nicht ganz so bewandert drin, aber der ist in dem Thema voll aufgegangen. Der kommt aus der Zeit.
Gibt es auch mehrere ältere Leute, die kommen und sagen, boah, cool, eine Raupe und so, ne? Meine Kindheit. Ja, sehr viele. Also das muss man ganz klar sagen. Das ist aber auch immer sehr abhängig. Hier ist das sehr viel. So auch eben schon ältere Leute hier gefahren und beim Aufbauen, ah, eine Raupe, das haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen und da sind wir schon ewig nicht mehr drauf gefahren. Freuen wir uns drauf. Da haben wir früher immer drin geknutscht und so hat alles, wie das halt alles so aus der alten Zeit war. Ne? Die Jugend kann da ja heute nicht mehr wirklich so viel mit anfangen. Das Besondere ist ja, da geht ja das Verdeck dann runter. Richtig, ja, das war halt, wo früher war das ja alles nicht so öffentlich, wo man dann die Mädchen eingeladen hat und dann hat man sich da drunter mal geküsst und so hat alles. Ne? Je länger das Verdeck natürlich zu war, dann wurde da auch mal eine Knutscherei von. Aber das ist ja heute in der heutigen Zeit, sage ich jetzt mal, die Jugendlichen oder so, die können da ja gar nichts mehr mit anfangen. Die wissen eigentlich nicht wirklich den Sinn und Zweck von dem Verdeck, sagen wir es mal so. Ja, wenn ich das Video hochlade, dann können die Leute ja noch vorbeikommen, hier mal auf die Raupe kommen, ne? Ja, also wir heute Abend ist, glaube ich, 22.30 Uhr Schluss, wie alle anderen Tage auch, bis auf den Sonntag. Und heute ist 11 Uhr, ich glaube, morgen ab 1 Uhr. Ich bin morgen was früher da, weil morgen ist Backstage-Tour. Das heißt, um 11 Uhr kommen die Kinder und sowas und dann gibt es dann halt, ich sage mal zu Deutsch, hinter den Kulissen, ein bisschen erklären und Technik von früher und sowas alles. Ich wurde gefragt, ob ich das machen möchte. Ich habe gesagt, klar, weil die fangen morgen an mit den moderneren Geschäften und kommen dann hierher, um dann zu sehen, wie das früher halt mal war. Diese ganze Technik, Aufbau, erklären, Fahrablauf, Geschwindigkeiten und sowas alles. Also ich finde das cool, wenn Schausteller für sowas offen sind, damit die Leute mal einen Einblick kriegen, so wie das hier alles funktioniert und so weiter. Naja, die meisten wissen halt nicht, was dahinter steckt. Die sehen immer nur das fertige, komplette, ich sag jetzt mal in Anstrichen, Geschäft, Produkt, wie auch immer. Aber die Arbeit, die dahinter steckt, die Wartung, wie das Ganze auch überhaupt funktioniert, das weiß man heute alles nicht. Die kennen heute nur noch Knopf drücken und fertig ist die ganze Geschichte. Und wie ist das eigentlich, wo fahrt er lieber hin? Auf große Plätze oder auf so kleine? Das ist eigentlich unterschiedlich. Also große Plätze, ja, nein. Es ist immer sehr abhängig vom Publikum. Ich brauche viel Familienpublikum. Also ich muss jetzt nicht so Plätze haben, wo zum Beispiel ein Breakdance gut fährt, weil da ist mehr Jugend. Das ist nicht so meine Richtung. Ich fahre dies Jahr noch, jetzt nächste Woche nach Meerbusch-Büderich. Das ist die Pfingstkirmes, da ist sehr viel Familienpublikum. Dann fahre ich nach Kleve auf die große Kirmes. Da ist auch relativ Familienpublikum. Das ist mehr so meine Liga. Also ist das tatsächlich so, dass die Jugendlichen sagen mir, oh ja, Raupe, keine Ahnung oder so? Oder ist das so, dass inzwischen auch viele sagen, boah, das ist cool, das ist cool? Nee, also die meisten Jugendlichen können damit nichts anfangen. Die wollen heute nur höher, schneller, weiter. Und haben eigentlich, ich sag mal, für die Raupe gar keine, weil sie es auch nicht kennen, Verwendung für. Die sind immer ganz erstaunt, wenn dann schon mal welche fahren, dass das Verdeck zugeht zum Beispiel. Sowas kennen die halt gar nicht. Das ist aber traurig, oder? Ja, aber das ist halt ja, ein Tribut an die neue Generation. Ne? Es gab ja mal eine Zeit, dass nur höher, weiter, Propeller, noch schneller und ja. Und mit sowas hier, die alten Leute oder die älteren Leute, die können natürlich mit einer Raupe was anfangen. Die wissen halt, die freuen sich auf das Verdeck, sage ich jetzt mal einfach. Und die Jugend ist halt nur darüber erstaunt, dass da überhaupt was drüber geht. Ich denke mal, wir sollten mal die Jugend einladen, damit die das mal abchecken hier, oder? Ja, das wäre schon eine Maßnahme, aber wie gesagt, das ist halt immer so, für die ist das zu langsam. Die gehen lieber auf den Musikexpress oder einen Breakdance, wo halt mehr Remi-Demi ist. Da läuft ja auch andere Musik, das ist so, ja, so ein Generationsding, sage ich jetzt einfach mal. Ich denke mal, das hat auch was mit dem Ort zu tun. Es gibt so Städte zum Beispiel, da finden die Jugendlichen das auch cool. Ja, das sind meistens aber so ländlichere Gegenden. Ne? Also es gibt so Veranstaltungen, da ist das halt Kult. Da sagt man, okay, da bin ich als kleiner Junge drauf gefahren und das wird halt über Generationen dann weitergegeben. Das gibt es natürlich auch, das ist klar. Aber das sind meistens mehr ländlichere Gegenden. Was habt ihr noch für Geschäfte? Ich habe noch einen von meiner Freundin, das Entlangen. Und ansonsten nichts mehr. Ich hatte vorher einen Imbiss, bin mit dem Imbiss gefahren. Habe ich aber an meinem Sohn abgegeben, an meinen Ältesten. Und mache nur noch am Weihnachtsmarkt noch Imbiss. Ja, dann wünsche ich noch viel Erfolg mit der tollen Raupe. Also ich finde das super. Ne? Also ich fühle mich hier richtig wohl. Das ist so, das ist für mich Kirmes hier. Ich bedanke mich für das nette Interview und wünsche auch noch einen schönen Tag und freue mich, dass euch das so gut gefällt.
Ja, und hier noch einige Informationen zum 42. Porzer Inselfest. Kirmes mit großem Markt. Super Bühnenprogramm und da treten namhafte Gruppen auf, wie zum Beispiel die Klüngelkopf, Domstürmer, Lupo, Fiasko, Rabaue und so weiter. Und wenn ihr Bock habt, schaut doch da mal vorbei. Und zwar geht das noch bis zum Sonntag. Und da gibt es einen Afrikamarkt mit Kunsthandwerk. Auch sehr schön mit Cocktailbar und knallbunten Modeschauen. Ja, schöne Fahrgeschäfte gibt es dort. Mitten in einen Park, kann man so sagen. Herrliche Gegend. Übrigens, das 42. Porzer Inselfest findet vom 30.05. bis 2.06.2019 statt. Wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei. Ein kleiner Tipp vom Kirmes Markus: Es lohnt sich.